Wie habe ich es in meinem Wirtschaftsingenieurwesen-Studium geschafft, die Firma Mercedes-Benz bzw. Daimler von mir zu überzeugen und schon im Bewerbungsgespräch ein Angebot zu erhalten, obwohl sich 10 weitere Studenten bei dieser Firma beworben haben, die sogar teilweise einen besseren Schnitt hatten als ich? In dem Video werde ich einmal aufklären, warum Noten nicht alles sind und wie du es trotzdem schaffst, sehr gute Noten mit wenig Aufwand zu schreiben. Dann werde ich mal ein bisschen dazu erzählen, was in meinen Augen das Wichtigste ist in einem Bewerbungsgespräch. Und ich sage auch mal, warum es überhaupt so wichtig ist, Praktika und Werkstudentenstellen zu machen, denn wir vertreten ja die Philosophie, dass wenn du keine Praktika machst oder nur eins während deinem Studium, du an sich für eine Firma sehr hart ausgedrückt annähernd nutzlos bist, weil sie dich nochmal lange einlernen müssen und. Ist aber ein anderes Thema. Kommen wir vielleicht erstmal zu meiner Hintergrundgeschichte. Ich hatte ein 1,4er Abitur, habe meine Ausbildung währenddessen bei Bosch zum Mechatroniker gemacht und im Studium lief es dann leider nicht so gut die ersten Semester. Ich habe mich die ersten 3 Semester egomäßig versucht, da durchzudrücken, weil ich dachte, ich schaffe das schon irgendwie. Ich habe so ein gutes Abi, ich war bei Bosch. Ich habe super viel gelernt und hatte irgendwie einen schlechten Zweierschnitt am Ende. 2,7, 2,8. Bin auch sogar durch die ein oder andere Klausur durchgefallen. Also ja, rosig sieht auf jeden Fall anders aus. Das lief einfach nicht so gut. Mein Problem hierbei war, ich dachte, ich schaffe schon irgendwie selber. Ich muss erstmal reinkommen. Und ich habe erst im 5. Semester gemerkt, als ich dann wirklich mal ein ernsthaftes Praktikum gemacht habe bei Daimler in dem Fall. Hey, ich hätte schon viel früher als Werkstudent oder so arbeiten können. Ich war einfach nur zu lost, das einzusehen. Das heißt, schau, dass du wirklich von Anfang an, also die ersten 2 Semester, dich drauf konzentrierst, eine gehirngerechte Lernstrategie aufzubauen, die es dir ermöglicht, mit wenig Aufwand mal zu den besten 20-30% zu gehören. Wie du so eine gehirngerechte Lernstrategie aufbaust, findest du hier etliche Videos von meinem Kollegen Niklas auf unserem YouTube-Kanal, danach gerne mal vorbeischauen. Kommen wir jetzt aber erstmal zu dem Punkt, wo es dann bei mir geswitcht ist. Ich habe es irgendwann mit genügend Aufwand geschafft auf den Einserschnitt. Der Preis dafür war aber, wie bereits erwähnt, einfach viel zu hoch. Ich habe viel zu lange gebraucht und dann habe ich mich auch mal getraut, mich zu bewerben. Vorteil von mir war, ich habe schon immer verstanden, wie Bewerbungen funktionieren. Einfach, weil ich mich dahingehend auch weitergebildet habe. Ich habe von vielen Leuten, wie unter anderem dem Martin Werle, gelernt, der einer der bekanntesten Karrierecoaches ist auf YouTube, seine Kurse angeschaut, seine Bücher gelesen und so weiter und so fort. Das hat mir natürlich den Vorteil verschafft, neben auch Connections, die ich hatte in Bezug auf, es war schon mal einer aus meinem Bekanntenkreis Praktikant in so einer Firma, auf den ich dann verweisen konnte, habe ich dann ein Anschreiben und einen Lebenslauf rausgehauen, wo die Firmen unter anderem Porsche, aber auch kleinere Firmen, Daimler, Bosch, mich direkt angerufen haben oder relativ zeitnah mir halt ein Bewerbungsgespräch angeboten. Das ist schon der erste und wichtigste Punkt. Es ist egal, wie gut du bist in der Theorie. Klar, wenn du jetzt 1,0 Ingenieur an der TUM bist oder am KIT, ist es nochmal was anderes. Aber ob du jetzt einen 1,5er Schnitt hast, 1,8er oder einen 2,0er Schnitt, das ist nicht mehr so relevant. Egal, ob als Ingenieur oder als BWLer. Diese Firmen, wenn du auf so einem Notenlevel bist, schauen auf andere Sachen. Und zwar geht es darum, wie kannst du dich verkaufen, vermarkten. Und das wird auch schon in der Bewerbung klar. Fängst du deine Bewerbung an mit, hiermit bewerbe ich mich. Ach was, sag bloß, dass du dich bewirbst, während du die Bewerbung schickst. Ist halt einfach ein unnötiger, langweiliger Satz. Also lern unbedingt, wie man Bewerbungen bzw. Lebenslauf und Anschreiben meistert. Wenn du dann ins Vorstellungsgespräch kommst, ist es wichtig, dass du dann mit einer gewissen Einstellung reingehst. Sprich, dass du nicht irgendwie dich verliebst in diese Firma und denkst, ich muss diese Stelle jetzt unbedingt bekommen, ich will zu dieser Firma. Das habe ich tatsächlich nie gemacht. Ich wollte zwar schon immer zu Porsche oder Daimler, das war mein Ziel, aber jetzt nicht um jeden Preis. Wenn es bei Porsche nicht geklappt hätte, ich meine, ich habe da auch ein Angebot für ein Praxissemester bekommen, aber hätte es da nicht geklappt, hätte ich es da halt nicht gemacht, hätte ich es bei einer anderen Firma gemacht und ein paar Jahre später nochmal probiert, aus betriebsbedingten Gründen oder was auch immer, warum es nicht klappt. Gibt da die unterschiedlichsten Gründe, warum sowas nicht funktioniert. Wichtig ist aber, dass du dich nicht in eine Firma verliebst, sage ich immer, oder versteifst im Gespräch. Ja, ich muss unbedingt, das muss klappen, sondern schick ruhig mal 10 Bewerbungen raus. Was hast du zu verlieren? Im besten Fall hast du danach geübt, kannst mit Nervosität im Bewerbungsgespräch besser umgehen, was du, by the way, auch ganz offen ansprechen kannst, dass du nervös bist im Bewerbungsgespräch. Im Regelfall ist es so, die Ängste, die wir dann haben, werden weniger, wenn wir sie im Gespräch ansprechen. Beispielsweise, hey, ich habe gerade feuchte Hände, weil ich nervös bin, weil mir diese Stelle hier wichtig ist, ist viel, viel besser, als es irgendwie zu unterdrücken und zu versuchen, das zu überspielen mit Halbwissen oder zu viel reden oder zu wenig reden, was da viele machen. Darum soll es aber nicht weitergehen. Was habe ich dann wirklich im Bewerbungsgespräch gemacht, was den Personalleiter, der war dabei, der Teamleiter und eine Mitarbeiterin aus dem Team überzeugt haben, dass sie gesagt haben, Herr Meifert bzw. Valentin, weil da alle per Du waren, hat mir schon mal gefallen, du hast die Stelle. Du hast uns überzeugt, dein Lebenslauf ist top, dein Anschreiben-Background gefällt uns, wir können uns vorstellen, dass du hier
in Sindelfingen einen Mehrwert leisten kannst. Ich habe dann auch nochmal gesagt, weil ich andere Angebote hatte, ich brauche nochmal kurz eine Nacht Bedenkzeit, weil ich hatte meine Entscheidung davor eigentlich schon getroffen, die hatte ich revidiert und bin dann, weil einfach die Leute nochmal sympathischer waren, die Aufgaben nochmal spannender waren, am Ende dann zu Mercedes nach Sindelfingen, auch eine der schönsten beruflichen Zeiten, die ich so bisher hatte. Ich hatte coole Kollegen, ich habe sehr, sehr tolle Kollegen, ich habe viele neue Leute kennengelernt, auch in coolen Projekten involviert gewesen. Das hat mir dann gezeigt, dass es gar nicht so auf die Leistung ankommt. Ich hatte dann zwar so einen guten Zweierschnitt, aber viel, viel wichtiger ist es, fühlst du dich selber wohl in dem Bewerbungsgespräch? Machst du es aus einer lockeren Grundhaltung heraus? Hast du eine Persönlichkeit, wo die was mit anfangen können? Ist ja auch nicht schlimm, ja, wenn die Abteilung sehr extrovertiert ist, weil die viel kommunizieren müssen, viel reden. Du bist halt eher introvertiert, dann passt es vielleicht einfach nicht. Vielleicht suchen die aber auch gerade jemanden, der im Hintergrund die Sachen regelt und managt. Dann bist du vielleicht top geeignet. Das heißt, lass dich nicht davon runterkriegen, wenn es jetzt mal in der Stelle nicht passt, sondern mach weiter. Aber eigne dir halt unbedingt diese Grundlagen an. Also schau, dass du weißt, wie funktioniert so ein Bewerbungsgespräch, wie läuft es grundsätzlich ab, wie finde ich die Top-Firmen, wie schreibe ich ein gutes Anschreiben, wie mache ich einen guten Lebenslauf. Weil dann hast du schon die halbe Miete, sobald du im Bewerbungsgespräch eingeladen bist und da jetzt nicht komplett irgendwie einen Nervenzusammenbruch bekommst, was aber auch mit dieser Methode von vorher, die ich erklärt habe, annähernd unmöglich ist, dass du deine Ängste in dem Sinne einfach ansprichst oder Sorgen. Und dann ist die Sache geklärt, ja, dann wird die Angst meistens auch weniger. Als abschließenden Punkt will ich dir noch mitgeben, ich habe es am Anfang schon angeschnitten, mach bitte nicht denselben Fehler wie ich und kämpf zu lange für eine gute Lernstrategie. Also Lernstrategie konnte man das von mir damals nicht nennen, es war halt irgendwie viel Zeit reinstecken, viel Stress, Nerven und so weiter. Tausende Folien lernen. Wenn du jetzt noch keine gehirngerechte Lernstrategie aufgebaut hast, ist es nicht so schlimm. Kannst einfach die Möglichkeit nutzen, die auch schon tausende Studenten genutzt haben, unter dem Video dich mal einzutragen. Dann machen wir mit dir ein kostenloses, unverbindliches Gespräch, rufen dich an, 5 bis 10 Minuten, schauen, ob wir dir helfen können oder nicht, geben dir aber auf jeden Fall konkrete Punkte mit, die du schon besser machen kannst. Heißt, nutze einfach mal die Chance, damit du schnell zu den besten 20-30% gehörst und das auch mit wenig Aufwand schaffst. Ich möchte dir noch abschließend mitgeben, schau, dass du an dich selber glaubst, ab dem dritten Semester ist ein guter Werkstudentenjob auch möglich. Ja, es ist nicht erst so, wie viele sagen, ab dem vierten, fünften Semester. Vereinzelt haben wir bei uns sogar Teilnehmer, die gehen ab dem zweiten Semester schon in eine Firma, eine Werkstudententätigkeit ausführen. Ist nicht in allen Firmen möglich offiziell, aber in den meisten Firmen geht es dann doch auf den einen oder anderen Weg. Und selber, wenn es nicht funktioniert und du keine Kontakte hast und nicht bei uns im Netzwerk bist, hast du immer noch die Möglichkeit, dir genügend Firmen auszusuchen, die auch händeringend nach Fachkräften guten suchen. Auch die Top-Firmen suchen natürlich irgendwo nach Werkstudenten, die Potenzial haben und ab dem zweiten Semester dann schon loszulegen mit einer Werkstudententätigkeit. Ich drücke dir auf jeden Fall weiter in die Daumen. Wenn irgendwelche Fragen offen sind, einfach in die Kommentare. Daumen hoch, Daumen runter geben, hilft uns auch als Feedback. Ich wünsche noch alles Gute für dein Studium. Bleib gesund. Bis zum nächsten Mal. Dein Valentin. Ciao.